Sehr geehrte Freunde von Schnee und Klima, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Heute schauen wir uns einen ganz besonderen Winter an, der Jahrtausendwinter. Oft wird er auch bezeichnet als der große Winter. In England wird er genannt The Great Frost und auch in Frankreich wird er der große Winter genannt. Alle Quellen findet ihr auf einem PDF, das ihr auf meiner Homepage kostenlos downloaden könnt. Und jetzt starten wir hinein mit einem kurzen Pressespiegel. Die Süddeutsche Zeitung titelt Der Jahrtausendwinter. GeoPlus schreibt: Erfrorene Familien, isolierte Städte, Hungersnöte, Europas Jahrtausendwinter. Und der Standard in Wien schreibt: Der härteste Winter des Jahrtausends. Und jetzt versuchen wir uns dem Winter anzunähern mit aktuellen Messdaten und schauen, dass wir so weit zurückblicken können, wie es nur irgendwie möglich ist. Und dafür habe ich uns die Station Wien ausgesucht. Wien, Hohe Warte, ist eine sehr prominente Station, denn auf der Hohen Warte in Wien ist die Zentrale des österreichischen Wetterdienstes ZAMG. Und was noch eine Besonderheit ist, wir können 247 Jahre zurückblicken bis zum Jahr 1775 und das ist eine unglaubliche Zeitspanne. 1775 hat Wolfgang Amadeus Mozart in Wien gelebt und war in der Hochblüte seines Schaffens und die Kaiserin von Österreich war die berühmte Maria Theresia. Und bis zu diesem Zeitraum können wir zurückblicken auf diesem Chart. Die Nulllinie, die wir da sehen, das ist das Mittel 1971 bis 2000. Rote Balken nach oben zeigen uns an, der Winter war milder als das Mittel 1971 bis 2000. Blaue Balken nach unten zeigen an, der Winter war zu kalt. Und wir sehen natürlich, dass fast alle Winter zu kalt waren. Denn wenn wir bis zu Maria Theresia zurückgehen, dann gehen wir bis zur kleinen Eiszeit zurück und da waren die Winter viel kälter als heute. Und chronologisch gesehen und auch absolut war der kälteste Winter seit Aufzeichnungsbeginn der Winter 1829 auf 30. Der war 7,4 Grad Celsius kälter als das Mittel 1971 bis 2000. Unglaublich. Ebenfalls sehr kalt waren die Winter 1928 auf 29 und 1939 auf 40. Der letzte sehr kalte Winter war 1962 auf 63. Ist auch schon wieder circa 60 Jahre her. Und seit ich auf der Welt bin, Baujahr 1977, gab es in Wien überhaupt keinen einzig richtig kalten Winter. Die warmen Winter waren in der Gegenwart. Spitzenreiter ist bisher 2006 auf 7 mit 3,9 Grad Celsius zu mild. Und Platz 2, 3 und 4 sind innerhalb der vergangenen 10 Jahre. Da sieht man also, wie die Winter milder geworden sind. Wo aber war der Winter 1708 auf 9, er war ungefähr auf dem Level von 1829-30, denn er war verbreitet in Mitteleuropa zwischen 6 und 8 Grad Celsius zu kalt. Das heißt, der Winter war sehr kalt, aber nicht beispiellos kalt. Was den Winter 1708 auf 9 aber bemerkenswert macht, ist die Länge des Winters und dass er vor allem in Südeuropa im Mittelmeerraum richtig reingekracht ist. Und jetzt schauen wir uns Chronikberichte und Auszüge aus der Fachliteratur an, um mehr über diesen Winter zu erfahren. In Teilen Europas war 1708 auf 9 möglicherweise der kälteste Winter der vergangenen 1000 Jahre. Zumindest aber war er einer der härtesten Winter der vergangenen 500 Jahre. Er fand am Höhepunkt der kleinen Eiszeit statt, im sogenannten Maunder Minimum, von 1645 bis 1715. Bemerkenswert war die Länge des Winters. In Deutschland dauerte er 5 Monate lang und er hat begonnen mit Frost, zum Beispiel in Berlin am 15. Oktober. Die extreme Kälte kam schließlich dann in mehreren Wellen und zwar erstmals am 1. Dezember. Da ist also richtig die Kälte nach Europa reingekracht, als die Strömung auf Ost drehte, klassische kontinentale Kaltluft. Das schauen wir uns später noch an. Es froren praktisch alle großen Gewässer in Europa zu, oft innerhalb von Tagen, zum Beispiel die Themse, die Seen, die Rhone, die Elbe, die Donau und der Rhein waren mit Pferdewagen passierbar. Die Ostsee
war bis April zu Fuß passierbar. Und in Danzig konnten bis Mai wegen Eisgang keine Schiffe den Hafen anlaufen. Dafür konnte man in Danzig 6 Monate lang Schlitten fahren. Das geht heute nicht mehr. Von Skandinavien bis Italien, von Polen bis Portugal erfroren ganze Familien in ihren Unterkünften. Das spricht sich jetzt so leicht, weil es schon über 300 Jahre her ist. Aber das war unglaublich ein Wahnsinn. Zahlreiche Menschen verloren Gliedmaßen, Ohren oder die Nase. Der Frost verstümmelte auch Tiere, Hähne verloren ihren Kamm. Fast alles verwandelte sich in Eis. Der Frost ließ den Boden metertief erstarren. Der Frost sprengte Bäume, die mit einem Knall wie Kanonendonner platzten. Das Vieh erfror im Stall und die Tiere in den Wäldern. Rehe lagen tot auf den Wiesen. Die Vögel fielen wie Steine tot zu Boden. In Hamburg wurden noch Ende März 200 Ochsen über die Elbe getrieben. Zahlreiche Berichte schildern eine Wolfsplage in Mitteleuropa. Die Tiere attackierten Rinder- und Pferdegespanne. Auch Menschen sollen ihnen zum Opfer gefallen sein. Hunger und Kälte hatten die Wölfe von Osteuropa nach Mitteleuropa getrieben. Am 10. Jänner 1709 hatte es in Berlin minus 30 Grad. Und am 11. Jänner hatte es in Paris minus 18 Grad Celsius. In normalen Haushalten waren die Feuerholzvorräte schnell aufgebraucht. Wer noch Brot besaß, benötigte ein Beil, um die gefrorenen Klumpen zu teilen. In ganz Europa erfroren Reisende auf den Straßen. Der Bodensee und der Zürichsee froren zu. Das nennt man Segfröne. In Frankreich und in Südeuropa war der Winter besonders hart. Und da gibt es eine Fülle von interessanten Chronikberichten. Im Jänner 1709 fror die Saône bei Lyon bis auf den Grund. In Südfrankreich wurden die Olivenhaine fast vollständig zerstört. Die Bäume mussten am Fuß abgeschnitten werden. Obstplantagen wurden schwer beschädigt. Der Wein gefror im Keller und die Tinte in den Tintenfässern. Selbst am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. In Versailles gelang es kaum, gegen die Kälte anzuheizen. Die Kälte zerstörte den Weizen in Frankreich und in Südtirol die Reben. In der Bucht von Marseille fror das Mittelmeer zu. Wahnsinn! Am 11. Jänner wurden in Marseille minus 17,5 Grad Celsius gemessen, in Bordeaux gar minus 23 Grad. Die Garonne konnte mit dem Pferd überquert werden. Ganze Wälder wurden verwüstet, die Eichen spalteten sich in ihrer gesamten Länge. Kastanienwälder wurden verwüstet. In Lissabon ist die Mündung des Tejo zugefroren. Vor Ligurien im Golf von Genua in Italien fror das Meer zu. In Südtirol fror der Kalterer See vollständig zu, Etsch und Eisack froren größtenteils zu. Hier sehen wir ein tolles Bild der gefrorenen Lagune von Venedig. Mit Eisläufern, Kinder, die spielen. Venedigs Lagune blieb bis April eine Eisplatte. Die Kanäle der Stadt erstarrten bis auf den Grund. Die Lagune trug schwere Warentransporte. Das nächste Bild, was wir sehen, ist der Gardasee. Und es ist völlig unglaublich, wenn wir hier dieses Bild sehen mit der Palme am Rand des Sees. Man glaubt es nicht, aber der Gardasee ist 1709 vollständig vereist. Und das war das letzte Mal, dass das passiert ist. Es gab Tiefsttemperaturen von unter minus 20 Grad. Zwischen Riva und Torbole konnten Menschen und Pferde auf dem Eis laufen. Das Klima des Gardasees ist submediterran, mit heißen Sommern und milden Wintern. Entsprechend unwahrscheinlich und unglaublich ist es, dass der Gardasee zufriert. Eine Quelle habe ich gefunden, ich glaube, das muss man mit Vorsicht genießen, dass der Gardasee in den letzten 2000 Jahren nur 3-mal vollständig zugefroren sei. Gehen wir noch einmal kurz nach Frankreich und schauen wir uns ein paar Direktzitate an von Chronisten aus dieser Zeit. Und ich glaube, dann wird das Ausmaß dieses Kälteeinbruchs, der relativ plötzlich kam, noch einmal deutlicher. Ich zitiere also wörtlich. Aber am Dreikönigstag dieses Jahres um 3 bis 4 Uhr abends kam eine so starke Brise auf, dass die Erde, die durch fast ununterbrochenen Regen durchnässt war, innerhalb von 24 Stunden 3 Fuß tief gefroren war.
Der Weizen, der gerade erst zu sprießen begann, wurde von diesem Frost überrascht, ohne mit Schnee bedeckt zu werden. Alles gab der Gewalt dieser Kälte nach, die 17 Tage lang mit derselben Schärfe anhielt. Die Saône war fast in ihrer ganzen Tiefe vereist. Die Eichen spalteten sich von oben bis unten. Ein weiterer Bericht aus Frankreich wie folgt. Der Winter war lau wie der Frühling gewesen. Die Bäume standen im Saft, die meisten trugen Knospen und einige sogar Blüten. Als am Vorabend des Dreikönigsfestes reichlich Schnee fiel, die Kälte dauerte 15 Tage. Und ein dritter Bericht ist aus Avignon. Am Sonntag, dem 6. Jänner 1709, schien das Wetter schön und sonnig, bis etwa 3 Stunden nach Mittag. Und als es sich mit einer kalten Biese bedeckte, die so stark zunahm, dass in der Nacht alle Ufer der Rhône und der Sorgue, die durch unsere Stadt fließen, vereist waren. Irgendwann ging dieser Winter zu Ende und was waren die Folgen dieses Winters? Anfang April kam der Frühling, doch der brachte neben Linderung auch die gefürchteten Eishochwasser. In den Flüssen wälzten sich Schmelzwasser und Eisschollen. Dutzende Städte wurden überflutet. Wahnsinn, nach diesem Winter. Das unbeständige Wetter setzte sich bis in den Sommer fort. Die letzte Frostnacht soll im Raum Trier am 7. Juli gewesen sein. Am 7. Juli. Wahnsinn. Missernten, Teuerung und Hungersnöte plagten Europas Bevölkerung. Die schlimmste Folge des Kältewinters zeigte sich im Sommer. Die Ernte war eingegangen, man sah Menschen, die auf den Feldern wie Schafe grasten. Diese Berichte kennen wir auch vom Sommer 1816, das Jahr ohne Sommer. Menschen, teilweise auch Kinder, die auf den Feldern mit den Kühen gegrast haben wie Schafe. Grauenhaft. In Frankreich gab es ca. 600.000 Hungertote durch nachfolgende Ernteausfälle bis ins Jahr 1710. Was war das für eine Wetterlage? Man kann es relativ einfach so beschreiben, und ich zitiere hier wieder aus Quellen der Fachliteratur, ein beständiges Hoch über Skandinavien, das ja mit dem Uhrzeigersinn kreist, hat beständig kalte kontinentale Luftmassen aus dem Raum Russland nach West- und Südeuropa transportiert. Monatelang hat sich diese Wetterlage immer neu aufgebaut. Verbreitet in Europa war dieser Winter um 6 bis 8 Grad Celsius kälter als das Mittel 1971 bis 2000. Und deshalb habe ich dieses Mittel auch genommen am Anfang bei dieser Messreihe aus Wien. Jetzt zum Abschluss noch eine bizarre geschichtliche Episode. Der gescheiterte Russlandfeldzug Karls des XII. Auch im Kältewinter 1708-09 gab es einen Russlandfeldzug, so wie auch später in den Kältewintern 1812-13 oder 1941-42. Der Russlandfeldzug der Schweden scheiterte wie jene von Napoleon und Hitler unter anderem an einem besonders harten Winter. Hier ein Zitat aus der Literatur. Der Winter wirkte sich für die schwedische Armee verheerend aus. Die Kälte sorgte für plötzlich eintretende Winterstürme und tiefe Fröste. Tausende Soldaten starben während der Winteroffensive. Allein in der schlimmsten Kältenacht sollen 2000 Schweden erfroren sein. Die russischen Truppen waren auf das harte Klima besser eingestellt, verließen nicht ihre Lager und erlitten dadurch weniger Kälteverluste. Hier im Bild sehen wir ein Gemälde der entscheidenden Schlacht bei Poltawa am 8. Juli. Also dann schon wieder im Sommer darauf. Die geschwächten Reste der schwedischen Truppen wurden bei Poltawa vernichtend geschlagen. Schweden verlor seine Vormachtstellung im Baltikum für immer. Und jetzt kommen wir zum Fazit dieses Winters 1708-09. Ohne Zweifel gehört dieser Winter zu den kältesten der vergangenen 500 Jahre. Vor allem West- und Südeuropa wurden verheerend getroffen. Zeugen sind zahlreiche Berichte aus Frankreich und der zugefrorene Gardasee. Der Winter 1708-09 dürfte in großen Teilen Europas etwa 6 bis 8 Grad kälter gewesen sein als das Mittel 1971 bis 2000.
Allerdings scheint der Winter 1739 auf 40 in Bezug auf Kälte und Länge fast ebenbürtig ausgefallen zu sein. Die Bezeichnung Jahrtausendwinter ist für den Winter 1708 auf 9 vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Die Bevölkerung Europas litt in der Folge verbreitet unter Missernten, Teuerung und Hungersnot. Der Russlandfeldzug Karls des 12. von Schweden scheiterte unter anderem auch an der entsetzlichen Kälte. Bei den Recherchen ergab sich für mich der Eindruck, dass die Quellenlage zum Winter 1708 auf 9 nicht so üppig war wie zum Jahrtausendsommer 1540 zum Beispiel. Das mag auch daran liegen, dass der Winter 1708 auf 9 nicht so stark herausragt wie der Jahrtausendsommer 1540. Das war's von mir für heute. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und Servus.